Willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! GX Tech Force Evolution und wir wollen uns in dieser Folge gegen Alexis duellieren. Das werden wir nun auch tun, haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Ein Duell hört sich toll an. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Ist ja eine Obelisk-Schülerin und auch ein Hauptcharakter. Daher, das könnte recht schwer werden. So, wir wollen als erstes loslegen. Hoch mit dem Vorgang. Vorhang. Vorgang, wie komme ich da denn drauf? Vorhang, nicht Vorgang. Gut, wir haben was vor, also. Ja, gut, lass ich mal durchgehen. Okay, ich denke, wir spielen erstmal diese Karte aus. Nicht, dass da jetzt irgendwas Böses kommt von ihr. Und dann gehen wir auch schon rüber. Die Hand sieht eigentlich recht gut aus. Kann ich mit leben. Mal gucken, was sie ausspielen wird. Ein Monster im Verteidigungsmodus. Und zwei Karten verdeckt. Ich möchte diese Karte noch nicht ausspielen eigentlich. Oder lieber diese Karte. Ich weiß ja nicht, was dort unten liegt. Daher ist das recht schwierig. Warte, ich spiele sie einfach aus. Nicht die andere. Die andere ist ja ein bisschen stärker. Wenn jetzt beide tatsächlich zerstört werden. Dann haben wir hier noch eine starke Karte auf Reserve, so gesehen. Und hier kommt Sakuretsu-Rüstung. Es wird wieder gefährlich. Das ist böse. Noch einmal, oder? Nein. Der Angriff geht tatsächlich durch. Und wir können sogar diese Karte zerstören. Hey, was rede ich denn da? Mann, Mann, Mann. Gut. Du bist dran, Alexis. Das sieht doch bisher recht gut aus. Mal gucken. Was nun kommt? Wieder eine Karte verdeckt. Sieben Werkzeuge eines Banditen wäre nicht schlecht. Haben wir nicht gezogen. Dafür allerdings diese Karte, die ich jetzt einfach mal ausspiele. Ich gehe tatsächlich das Risiko ein. Ich werde als erstes mit dieser Karte angreifen. Mal gucken, ob sie zerstört wird. Sie wird nicht zerstört, aber wir können ihre Karte vernichten. Geht der direkte Angriff auch durch? Nein. Oh nee, schon wieder zweimal. Ah, geht das schon wieder los? Ich kann mich noch an ein Duell erinnern. Da kam ständig Sakuretsu-Rüstung, wie jetzt. Dreimal, glaube ich sogar. Und dann haben wir keine Monster mehr gezogen. Und haben dann das Duell verloren. Das war kein schönes Duell. Wahrscheinlich höre ich mich gerade ein bisschen komisch an. Ich muss gerade sagen, dass ich ziemliche Halsschmerzen habe. Das ist nicht so schön. Also fällt mir gerade das Sprechen nicht leicht. Leicht. T, das T. Nicht vergessen. Diese Karte möchte ich nicht spielen. Wir könnten uns doch eigentlich eine Spielmarke holen, aber das bringt eigentlich gerade nichts. Diese Karte lege ich mal, dann können wir im Nachhinein unsere Karte auch mal verstärken. Falls ihre Karten irgendwann mal besser sein sollten. Oh, das ist böse. Die Karte ist stärker. Und somit verlieren wir ein paar Punkte. Ich gehe mal in die Mindphase 2. Nein, den Effekt brauchen wir noch gar nicht aktivieren. Das bringt eigentlich noch gar nichts. Denn wir haben ja gar kein Tributmonster auf der Hand. Daher
Sie beendet ihren Spielzug. Aber warum? Kein Monster. Solange sich andere Monster auf deiner Spielfeldseite befinden, kann dein Gegner diese Karte nicht als Angriffsziel wählen. Außerdem, solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, erhöhe die ATK von Monstern vom Typ Krieger auf deiner Spielfeldseite um 400 Punkte. Ach, die hat ja nur 1600 Angriffspunkte. Deshalb hat sie diese Karte nicht in den Angriffsmodus gelegt. Diese Karte möchte ich aber gerne zerstören. Somit... ich spiele diese Karte einfach mal aus. Das war jetzt risikoreich, ich weiß. Ich möchte keinen Effekt aktivieren. Und wir werden diese Karte tatsächlich ausrüsten. Somit erhält sie 500 ATK oder auch nicht. Oder auch nicht. Mist. Somit ist unsere Karte weg. Aber sie verliert durch die Wirkung von dem Amulett 500 Punkte. Noch eine Karte. Was ist das? Du kannst diese Karte nur aktivieren, wenn deine Life Points Schaden zugefügt wird. Füge den Life Points deines Gegners 700 Punkte Schaden zu. Füge zusätzlich den Life Points deines Gegners 300 Punkte Schaden pro zusätzlicher. Achso, ist ein permanent? Nein, doch nicht. Einstecken und austeilen Karte auf deinem Friedhof zu. Somit verlieren wir 700 Punkte. Ah, diese Karte möchte ich ungern aktivieren. Das machen wir auch nicht. Nein. Wir gehen jetzt rüber. Und hoffen, dass da noch irgendwas kommt. Irgendwas Positives. Wäre nicht schlecht. Damit kann sie einen Krieger zurückholen. Aus dem Friedhof. Das wollte ich eigentlich nicht anklicken, aber es ist einfach so passiert. Oh, warte, diese Karte wird nun mächtig. Mit der anderen Karte, da sie ja 400 Punkte dazu bekommt, somit hat sie 1800. In diesem Fall möchte ich tatsächlich eine Karte aktivieren. Ich werde diesen Angriff annullieren. Yep, denn unsere Karte möchte ich nicht verlieren. Die möchte ich noch auf dem Spielfeld haben. Das ist mir gerade wichtig. Aber jetzt könnten wir eigentlich diese Karte dort unten, diese Fallenkarte aktivieren. Denn sie hat nun keine Karten dort unten. Und wir könnten eigentlich so direkt dann angreifen. Wenn alles gut geht. Ich beschwöre diese Karte in den Angriffsmodus. Wir spielen Wabuku. Verdeckt. Und dann werden wir diese Karte einfach mal ausspielen. Wir werfen diese Karte hier weg. Und rüsten, ich würde sagen, diese Karte. Oder warte, nee. Ja doch, wir rüsten diese Karte hier mal aus mit 3000 Punkten. Denn mit dieser Karte müssten wir ja sowieso diese Karte angreifen. Können wir aber nicht. Können wir nicht. Wir müssen erstmal diese Karte angreifen. Ja, das hast du ja toll gemacht, Wilke. Das hast du echt super hinbekommen. Du bist echt ein Genie. Dabei habe ich mir doch die Effekte durchgelesen, ich Vollidiot. Was ist denn jetzt los? Ich greife jetzt einfach mal diese Karte an. Dann werden beide Karten zerstört. Ich weiß, Schrumpf möchte ich auf keinen Fall einsetzen. Nee. Denn das ist dann nicht so cool, weil dann wäre die Karte ja weg. Und das möchte ich nicht. Das haben wir jetzt aber auf jeden Fall geschafft.
Und vielleicht haben wir auch das Glück, dass sie gleich keine Karte spielt. Vielleicht zieht sie ja nichts. Das wäre eigentlich ganz cool. Minus 1700 Punkte. Und dann werden wir den Spielzug beenden, ohne Schrumpfen zu spielen, denn wir haben dort unten ja noch Waboku. Und Waboku können wir jederzeit einsetzen. Daher alles gut. Ich bin gespannt. Mal gucken, was sie spielt. Sie spielt nix. Sie spielt einfach mal nix. Somit können wir so angreifen. Bitte ziehen wir Omi. Ja! Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's nicht. Hammer! Somit, ihr wisst, was kommt. Kann diese nette Karte hier unten zweimal angreifen in der Battlephase. Das hört sich doch mal gut an. Ja, die Spielmarke holen wir uns einfach mal. Die kann ja angreifen, ne? Dafür müssen wir zwei Wassermonster aus dem Friedhof entfernen. Ich wähle mal diese hier und diese hier. Somit erhalten wir eine Spielmarke, die nicht verstärkt wird, denn es ist ja eine Pflanze. Aber damit können wir ja angreifen. Daher alles gut. Minus 1700. Nein, kein Schrumpfen. Das würde sich nicht lohnen. Weil diese Karte würden wir ja gegen uns selber dann einsetzen. Das wäre ja ziemlich unnötig. Und nochmal minus 1700. Also das ist ja echt mal Glück. Da bin ich gleich wieder glücklich. Reicht das schon? Minus 700. Ja, tatsächlich. Gut, dass wir diese Spielmarke noch geholt haben, denn das ist tatsächlich unser Sieg. Minus 700. Und dann passt das einfach mal genau. Denn diese Karte hat ja genau 1700 Angriffspunkte. Somit heißt es Spiel, Satz und Sieg. Und Alexis wurde besiegt. Somit haben wir einen Hauptcharakter geschlagen. Klasse, Ark. Ich hätte nie gedacht, dass ich, dass du so viel stärker bist als ich. Und wir halten mal wieder ein paar mehr Punkte. Und zwar 644. Das kann sich doch mal sehen lassen. Weil sonst haben wir ja immer recht wenig erhalten. So 144 Punkte, das hat sich ja dann überhaupt nicht gelohnt. Sie ist sehr verärgert. Das kann nicht sein. Ich habe verloren. Das gibt's nicht. Ich kann nicht verloren haben. Somit können wir ja auch mit dir sprechen. Und vielleicht geht sogar das Gespräch positiv aus. Punkt, Punkt, Punkt. Miau. Oh, Pharao. Worüber willst du reden? Duelle? Ist doch ein tolles Thema. Du bist genau die Person, nach der ich gesucht habe. Ja, das hört sich gut an. Ihr habt euch super unterhalten. Das hört sich doch gut an. Gegenstände. Und sie mag, glaube ich, süße Sachen. Haben wir denn sowas? Also was wie Schokolade oder sowas mag sie, glaube ich, sehr, sehr gerne. Haben wir allerdings nicht. Ja gut, wir könnten es ja mal mit so einem Schicksals- oder Schicksals-Sandwich versuchen. Geben wir dir mal. Mal gucken, wie du darauf reagierst. Was? Du gibst mir dieses Sandwich? Danke. Was? Ich muss es jetzt essen? Na gut, Mampf, Mampf. Könnte das... Was? Nein! Was ist das? Das soll ich essen? Das riecht... das reicht. Du machst mich krank. Oh, das war jetzt nicht so gut. Na gut. Also, keine Experimente bei Alexis. Sonst wird sie ganz, ganz sauer. Und das wollen wir möglichst meiden. Aber wer mag denn diese Sandwiches alle?
Das ist schon sehr merkwürdig. Aber eigentlich möchte ich die Möglichkeit nutzen, um nochmal mit allen zu sprechen. Das müssen wir ja sowieso machen, damit wir eine gute Freundschaft sammeln. Eine gute Freundschaft sammeln, das hört sich irgendwie komisch an. Damit wir punkten bei den Leuten. Sage ich mal besser. So. Dann werden wir einfach mal mit Chumley und mit Jaden und mit Cyrus reden. Die verkaufen hier 48 verschiedene Sets. Ich habe gehört, dass manche bis zu 5000 CP kosten. Das hast du mir auch schon gestern erzählt. Die Katze, miau. Dann würde ich mal sagen, die Akademie. Willst du mit mir reden? Also, er scheint sich wirklich zu freuen. Sandwiches. Magst du denn... warte, Lachs-Sandwich mag ja Cyrus sehr gerne. Wie wär's mit Shrimp-Sandwich? Gebe ich dir mal, ich hoffe, du magst das. Wäre toll. Du gibst mir ein Sandwich? Danke, Alter, das ziehe ich mir sofort rein. Schluck! Und Shrimp. Ja, er mag es. Er mag es. Super. Ich liebe dieses Zeug. Wie kann ich dir jemals danken? Ja, sehr gut. Klasse. Ah, das freut mich. Das freut mich. Wir haben gepunktet. Können wir denn auch bei dir punkten, Cyrus? Die große Preisfrage. Ich habe mir gerade ein Set gekauft und ich habe drei Donner-Ninjan-Karten. Ich habe drei Donner-Ninjan-Karten. Die hat ja 1900 Angriffspunkte und ist gar nicht so schlecht. Heute ist mein Glückstag. Miau. Oh, Pharao. Worüber willst du reden? Also, wir können wieder reden. Also, vorher war das ja irgendwie nicht möglich. Wahrscheinlich, weil wir schon an dem Tag mit Cybis gesprochen haben. Aber, nee, warte, das war doch irgendwie anders. Das bekomme ich jetzt nicht zusammen, daher lasse ich es lieber. Hobbys. Ah, genau, zu dir wollte ich. Und auch dieses Gespräch lief super. Und wenn ich dir jetzt noch ein gutes Sandwich gebe, dann bist du, glaube ich, heute gut bedient. Dieses Sandwich magst du ja ziemlich gerne, habe ich gehört. Das war doch so, ne? Das mag er. Ich hoffe es. Ja, sehr gut, ich mag das Zeug, danke. Klasse, das läuft doch echt super. Und da war gerade ein Leck, beziehungsweise mehrere Lecks. Mann, ich bekomme das irgendwie nicht mehr in den Griff. Ich glaube, ich muss mir tatsächlich mal neue Teile kaufen für meinen Computer, denn irgendwie leckt das total. Das ist nicht so schön. Ich lese das gar nicht mehr vor, weil wir die Texte ja schon alle gehört haben und somit schone ich meinen Hals ein bisschen. Wie wär's mit Duelle? Ich habe gerade gedacht, dass ich mit dir reden will. Auch das war super. Also, wir scheinen hier echt zu punkten und Jaden scheint hier alle Sandwiches zu mögen. Daher können wir hier sowas zum Beispiel auch mal raushauen. Gebe ich dir. Er nimmt gerne das Sandwich an und isst es jetzt auch und er mag es. Aber es kam gar kein Signal. Irgendwie so irgendwas Positives im Hintergrund. Sonst kommt ja immer so ein Geläute, nenne ich das mal. Gut. Das sollte dann erstmal genügen. Dann würde ich nochmal zu Bäschchen gehen. Und mit ihm sprechen. Und ihm auch ein Sandwich geben. Wie wär's mit Schicksalssandwich? Bei Lexis hat das ja nicht so gut geklappt. Aber vielleicht ja bei Bestien. Lass uns reden. Jetzt bin ich dran. Ziehen. Hallo Wilke. Ich bestreite ein paar Schattenduelle. Es ist seltsam, wenn ich so im Wald trainiere, entspannt sich mein Geist. Miau, Pharao.
Ich würde sagen, jetzt sind mal Gerüchte dran. Gerüchte, ja. Ich habe gehört, dass Jane wirklich über Duelle sprechen will. Haben wir denn vor ein Duell ausgewählt? Das war jetzt ja so gesehen ein Tipp. Aber mit Jane haben wir schon gesprochen, daher. Aber der Tipp ist schon mal cool. Aber da wir die Katze dabei haben, gehen ja irgendwie alle Gespräche fast positiv aus. Daher. Naja, mal gucken, was könntest du denn mögen? Schicksalssandwich. Ich möchte das wirklich mal ausprobieren. Mal gucken, ob das klappt. Ich werde das alles wieder hier so ein bisschen überspringen. Grau. Ich liebe es. Danke. Ja. Und ihr habt gehört, da kam das Signal im Hintergrund. Somit haben wir wohl gepunktet. Und wenn so ein schlechtes Signal kommt, dann bekommt man, glaube ich, Minuspunkte. Also, man kann sagen, eine sehr erfolgreiche Folge, die nun erstmal zu Ende ist. Ich hoffe, die leckt nicht allzu sehr, diese Folge. Ich muss das eben in den Griff bekommen. Ich werde, glaube ich, jetzt auch nochmal eine Festplatte anschließen und darüber dann meine Videos aufnehmen. Also speichert, also der speichert dann die Videos auf die Festplatte. Somit, ja, hat mein Rechner so gesehen ein bisschen mehr Kraft für die Videos. So, so formuliere ich das mal. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann, erstmal ciao.